Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut genächtigt und wir gehen jetzt hier gemeinsam in die Charts. Auf Tagesbasis noch nicht allzu viel passiert. Klar, der Tag ist gerade mal ein paar Stunden alt oder ein paar Stunden jung, vielmehr gesagt, haben hier gerade einen Doji, aber den im Kontext der Bewegung von gestern Abend, der ist natürlich schon spannend, weil wir hier gestern dann noch die Rejection reinbekommen haben. Wir hatten so eigentlich 63,5 bis 63,8 eingeplant, ist er hoch auf 64,3, konnte sich dann aber nicht über der 64 halten, sondern hat dann sogar noch einen etwas stärkeren Impuls runterbekommen, sodass wir hier wieder zurück auf die 63.000 kommen. Und die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich, dass wir sogar noch einen weiteren Impuls nach unten bekommen. Ich zeige jetzt gleich bis wohin. Muss nicht sein, kann sein. Charttechnisch gesehen sind zwei Levels sehr, sehr entscheidend. Also wir haben dann hier dadurch auch diesen dynamischen Widerstand markiert. Und da ist jetzt ganz klar, wenn wir in der nächsten Zeit, falls es kommen sollte, Moment, wo habe ich jetzt hier mein Pfad, falls wir hier nochmal ein höheres Tief bekommen sollten, könnten wir dann hier mit dem Breakout rechnen. Und da ist dann wieder die gleiche Geschichte wie vorher, falls wir über die 64.500 Dollar Marke brechen, 64.500 Dollar Marke, so, falls wir darüber brechen, dann werden wir hier oben wahrscheinlich eine große Imbalancephase haben. Warum? Wir wissen, dass der Markt von hier oben seinen Turnaround bekommen hat, seine Rejection bekommen hat und vor allem mit verschwindend geringem Volumen. Also ich meine, klar, das hier ist nochmal ein deutlich kleineres Volumen, aber wir sehen diese Peaks. Wir sehen diese Peaks, die Bitcoin immer wieder bilden. Wir sehen, dass der Turnaround mit einem deutlich geringeren Volumen stattgefunden hat. Das heißt also, da oben wird wenig Liquidität liegen. Da oben wurden die Käufer, haben den Preis dort oben hingetrieben und von dort oben haben die Verkäufe den Preis wieder nach unten katapultiert. Das heißt, da oben ist wenig Raum für Seitwärtsbewegung. Und das ist ein spannender Punkt, denn wenn wir hier zum Beispiel solche wichtigen Zonen wie eine dynamische Widerstandszone oder eine statische Widerstandszone tatsächlich auch aus dem Markt brechen können, dann haben wir mit einem schönen Impuls hier oben die Möglichkeit, tatsächlich ein neues Hoch zu machen. Ja, das muss nicht in einem Rutsch passieren, aber das kann mit einem Retest beispielsweise auf diesem dynamischen Widerstand und dann mit der nächsten Tageskerze sehr, sehr gut passieren. Das heißt, wir sollten unbedingt diese dynamische Widerstandslinie hier im Auge behalten und wirklich auch sehr, sehr schön von beiden Seiten angetestet. Ich markiere das mal hier mit dem Textmarker. Also die scheinen für den Markt interessant und wichtig zu sein, wichtig und richtig. Und falls der Breakout dann hier auch kommen sollte, dann sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Nicht nur eigentlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir dann auch wirklich ein neues All-Time-High sehen, weil hier auf Tagesbasis wenig Liquidität vorliegt. Jetzt haben wir hier unsere dynamische Unterstützung, die dem Markt ebenfalls eine interessante, ich sag mal, eine interessante Komponente verteilt hat. Okay, es ist noch früh, ich kann noch nicht reden, ich hoffe aber, die Infos kommen trotzdem rüber. Wir sehen hier diese dynamische Unterstützung und die ist natürlich relativ steil, ganz klar. Das heißt also, falls die gebrochen wird, wäre es jetzt kein Wunder, denn wir haben uns hier in relativ kurzer Zeit von 56.000 erholt auf eben hier um diese 64.000 wieder. Von daher, das kann natürlich dazu führen, dass wir erstmal noch eine kleine Schonkost Einheit einlegen, und wenn wir mal unser Fibonacci reinziehen, dann sehen wir auch, ja, wir haben hier noch nicht mal, also von diesem gesamten Impuls, wir haben hier noch nicht mal das 23er Level angetestet, das 38er Level, von daher ein kleiner Impuls nach unten ist denkbar. Vor allem muss das dann aber nicht heißen, dass wir, sobald wir so eine dynamische Unterstützung brechen, die halt eben sehr, sehr steil ist, dass der Markt nicht trotzdem noch nach oben ziehen kann, weil wir natürlich hier auch diese Hidden Supports noch weiter haben, die eben die Metastruktur jetzt hier auf Tagesbasis sehr, sehr schön weiter begleiten. Ja, nicht zu verwechseln, wir haben über die Metastruktur gestern gesprochen, auf kleinerer Zeiteinheit, und wenn die gebrochen wird, dann ist das eine ganz andere Geschichte als die Mikrostruktur auf kleinerer Zeiteinheit. Deswegen da einfach ein bisschen aufpassen. Das war hier der Breakout, den wir gestern gesehen haben. Und der kann natürlich immer noch auch geretestet werden. Aber wir gehen erstmal zurück noch auf Tagesbasis. Da haben wir noch ein, zwei Dinger zu besprechen. Und zwar liefert sich der Markt jetzt hier in diesem Bereich einen Retest. Und es muss einen Grund geben, warum der Markt hier schon korrigiert hat, beziehungsweise leicht wieder nach oben gedrückt würde und nicht hier unten. Und das Ding ist bei Trading generell, wie bei Bitcoin, wie auch in allen anderen Märkten, was im Markt passiert, muss nicht bedeuten, dass es Zufall ist oder ist in den seltensten Fällen Zufall. Wenn etwas passiert, was wir nicht vorhergesehen haben oder nicht verstehen, liegt das meist daran, dass Informationen vorlagen, die wir halt einfach nicht hatten oder nicht schnell genug hatten. Entsprechend hier abwarten, und wir haben einfach zwei Retest-Zonen. Einmal diese statische Zone hier, die wir bereits durch diese Dochte nach oben gebildet haben. Und da ist natürlich ein Bereich ganz, ganz interessant, und das ist dieser hier.
Ja, da haben wir diese Spitzen gebildet und der geht quasi einher mit dieser dynamischen und statischen Unterstützungszone. Aber wir haben natürlich auch jetzt hier durch den Breakout geschuldet eine weitere dynamische Widerstandslinie, die deutlich weiter unten liegt. Deswegen meinte ich halt, es gibt potenziell zwei Rücksetzungszonen. Die eine wird schon bereits hier in dem Bereich sein. Und falls wir eine grüne Kerze sehen, dann sind wir extrem bullisch unterwegs, weil dann ganz klar haben wir auch bereits schon diesen dynamischen Widerstand wieder vor Augen. Und wenn der dann jetzt tatsächlich schon angehandelt wird, wieder relativ schnell und der Markt durchbricht, ja, dann sind wir wieder auf dem Weg zum All-Time-High. Sollten wir aber ein bisschen korrigieren, sollten wir eben von diesem dynamischen Widerstand aus, na komm, sollten wir von diesem dynamischen Widerstand aus diesen Impuls nach unten bekommen, dann ist es auch nicht verwunderlich, falls wir dann erstmal hier auf die 60.000er Marke wieder gehen, weil hier anscheinend großes Turnaround-Interesse war, also ein großer Unterstützungsbereich hier auch vorliegt. Von daher alles gut, alles entspannt. Wir gehen mal runter auf H4 und auf 4-Stunden-Basis sehen wir diesen schönen, wirklich lupenreinen Ausbruch von gestern. Sehr, sehr schön hier dann auch strukturgemäß passiert. Das war das, worüber wir gesprochen haben, haben jetzt hier unsere Struktur gebildet. Und klar, der Retest hier kann eine neue Unterstützung reinbringen. Und das würde dann so ein bisschen auf das auf Tagesbasis spielen, was wir dann hier auch auf dem dynamischen Unterstützungsbereich gesehen haben. Also die Möglichkeit besteht hier, dass wir da den neuen Impuls bekommen. Müssen wir uns ansehen, wir haben die gleitenden Durchschnitte unter uns. Das heißt, da ist schon auf jeden Fall, die Weichen sind gestellt für einen weiteren bullischen Impuls. Trotzdem aufpassen, wir haben hier genau das bekommen, was wir gestern halt entsprechend auch schon analysiert haben, und zwar diesen Fakeout nach oben. Dieser Fakeout nach oben, darüber haben wir im Video gestern Morgen gesprochen, gerne nochmal nachschauen, damit du vielleicht so diese Charakteristik dann zukünftig auch schneller identifizieren kannst, selber identifizieren kannst, indem wir halt gesehen haben, der Markt bricht diese Mikrostruktur, zeigt dann die Metastruktur und konsolidiert erstmal eine Metastruktur. Deswegen war dieser Breakout, beziehungsweise jetzt dieser kleine Turnaround, ich will es nicht Korrektur nennen, aber der Markt ist ein bisschen gefallen. Und so. Und das sehen wir dann quasi jetzt erstmal als weitere Bewegung. Deswegen kann es sehr gut sein, dass wir uns hier seitwärts fortbewegen und potenziell mit so einer dynamischen Unterstützung nochmal den Break nach oben bekommen. Sollte das nicht passieren, sollten wir diese dynamische Unterstützung mit dieser dynamischen Unterstützung, das heißt mit diesem Duplex-Punkt brechen, dann kann es weiter nach unten gehen. Und ja, dieser Schatten, nach wie vor möchte ich mich nochmal darauf berufen, der muss nicht gefüllt werden, aber wenn es nach unten geht und vor allem, wenn so eine dynamische Unterstützung gebrochen wird, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er irgendwann angetestet wird. Also dieser Schatten hier, dass der irgendwann gefüllt wird, ja, weil dementsprechend sollten wir einfach, wenn wir einen weiteren bearischen Impuls sehen, das im Auge behalten. Das ist alles, was ich damit sagen möchte, und deswegen können wir da dann auch mit arbeiten. Auf Stundenbasis, da sind wir gerade am EMA 20 unterwegs, konnten eigentlich schon hier eine relativ schöne Stabilisierung liefern, aber wie wir es auch sehen, da muss jetzt die Kaufkraft reinkommen. Da muss Bitcoin bullisch rausbrechen, damit er überhaupt nochmal hier im Bereich der 63.000 konsolidieren kann. Sollte es hier runtergehen, dann sehe ich potenziell das erste kurzfristige Ziel. Bei den $62.000, damit hätten wir aber auch dann diese dynamische Unterstützung gebrochen, die ich jetzt unfassbar hässlich in den Markt gezeichnet habe. So, diese hier. Und wenn wir die brechen würden, dann kriegen wir wahrscheinlich einen Impuls, der dann auf jeden Fall auch auf die 61.000 bis 60.000 runtergeht. Das heißt, ganz kurzfristig 62.000, wenn sich der Markt dann nicht sofort so raketenmäßig wieder erholt, haben wir alles bei Bitcoin schon gesehen, dann nehmen wir die 60.000 in Visier. Und dann, wenn da auch diese dynamische Unterstützung gebrochen wird, geht es runter Richtung 56.000. Also da ist immer noch Spannung drin. Wir schauen immer noch sehr, sehr gespannt, was der Markt hier zeigt. Und nach wie vor jetzt nochmal richtig reinzukaufen, rate ich einfach von ab. Klar sind noch ein paar tausend Dollar damit drin, aber zu welchem Preis, zu welchem Risiko? Wir sind jetzt immer noch nahe des All-Time-Highs. Und für mich persönlich, für diesen großen Bitcoin-Kauf vielleicht, den man tätigen möchte, um dann nochmal richtig sich auch einzudecken, für mich nicht unbedingt sinnvoll. Was du machen kannst, oder in meinen Augen nicht sinnvoll, für eher gesagt, ich halte es für niemanden sinnvoll. Was du gut machen kannst, ist halt einfach dieser Cost-Average-Effekt. Ja, dass du halt einfach sagst, pass auf, ich will in Bitcoin rein, ich kann nicht genau wissen, was immer passiert, aber falls er nach oben zieht, dann will ich es nicht auslassen. Also dann kaufst du halt einfach in definierten Schritten rein, quasi wie so ein Grid, dass du halt sagst, okay, hier
sagen wir mal, du willst 10.000 Dollar in Bitcoin investieren, 1.000, nächsten 1.000, dann vielleicht 1.500, 1.500, weil weiter der Markt nach unten geht, ja, desto eher die Wahrscheinlichkeit im Generellen, dass er dann auch wieder retraced. Das soll es von meiner Seite aus jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir einen schönen Start in diesem Mittwoch, gute Trades und wir hören uns dann später wieder. Bis bald.